Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Und ich habe ja angekündigt, dass es auf Donnerstag verschoben wird, damit wir das Kartenchaos gehen können. Und wir legen los. Komm, wir suchen einen Gegner. Go, go. Gib mir den Gegner. Gut, gib mir halt keinen Gegner. Brauche ewig lange zum Suchen. Ist mir auch ganz recht. Nein, ist es nicht. Jetzt gibt mir den Gegner. Aleria gegen Medivh! Welcher unserer tapferen Ritter wird heute zum Champion ernannt? Welcher tapfere Ritter wird zum Champion ernannt? Der Jäger oder Old? Vor der Macht der Elfen. Uiuiui, wir setzen den weg. Weil der uns jetzt nicht so... Oh, toll, nochmal mal des Jägers. Oho. Ah, da ist mein Bier drauf trinken. Und noch eins. Und dann essen wir noch ein bisschen Kuchen. Dann trinken wir noch ein Bier. Und beenden den Zug. Noch ein Bier. Kuchen. Ich hab jetzt Würstchen. Zweite Chance. Ein gefallener Held. Das ist ja so toll. Ach, meine Fresse. Ja, nee. Machen das. So, wir enden den Zug. So. Wir kriegen zwei Schaden in die Fresse. Wow. Ja, er weiß, dass wir die Eiseskältefalle haben. Er hat doch wahrscheinlich schon gespielt. So, wir holen den da. Wow. Das ist jetzt nicht ernsthaft. Meine Fresse. Nix ist. Uiuiui. So, was macht er? Bitte irgendwas. Grob schon. Antreten! Wow. Zweimal pro Zug benutzen ist ja nett. Ist ja echt nett. Ja, in der nächsten Runde ist der weg. Ich weiß nicht, was wir das mal aufnehmen. So. Beautiful. Wir haben die Möglichkeit, ihn wegzumachen. Ist das nicht nice? So. Dann machen wir hier so. Bitte was Besseres. Gleichstand. Und jetzt? Wir haben beide weggelegt. Nichts passiert. Das ist ja geil. Ja. Fertig. Gesucht. Tod oder lebendig. Ein zufälliger Zauber auf den... LOL, der ist ja... toll. Wenn man viel Dominanz hat, so wie ich gerade, dann ist der ja super irgendwann toll. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Irgendwann bin ich ein echter Ritter, ja. Nee, bist du nicht. Sag ich dir jetzt schon. Ja. Auf. Ja. Genau. So. Muss das. Das eventuell sowieso ein Sturm. Gut, wir machen. Ihn weg. Direkten Angriff und ihn weg. Und Batman in Zug. Naja. Schießen Leute aber ziemlich schlecht hier in dem Turnier. Oder war ganz gut. Ein 6-6er. Kriegen wir den. Boah, ich setze jetzt mal alles auf eine Karte. Ich hoffe. Oh, wir kriegen. Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Also so.
Ernsthaft? Wir hätten den rausholen müssen, weil der hat egal wie Ansturm gehabt. Ah, Mann! Zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Der darf jetzt so oft... Ja, aufkommen. Geh mich auf Nerven. Jetzt kostet es nur noch eins! Willst du dich verarschen? Das ist ja wohl ein Witz! Das ist ja wohl... Das ist ja... richtig witzlos. Komm, was Stärkeres. Ja, natürlich nicht! Nee, was... Oh. Zweiter Versuch, jetzt aber was Stärkeres. Go! Du wirst dich verarschen, oder? Spiel! Wir machen den weg. Das ist... witzlos. Das ist einfach witzlos. So viel Kartenpech kann man noch nicht haben. Ein guter Kodo springt nie höher als er muss. Ja, natürlich. Jetzt kommt so ein Kodo nochmal raus. Also, das ist so scheiße witzlos. So ganz im Ernst. Das geht mir jetzt auf den Nerv. Machen den weg, machen den weg. Greifen mit den beiden direkt an und packen den raus. So. Mir wurde meine Aufnahme ruiniert, weil ich ständig jemand mit Miesen ist. Also für was sag ich noch, ich nehme auf heute. Grüße aus dem Jenseits. Ja, könnt ihr Heldenfähigkeit zweimal einsetzen. Da kriegt dann natürlich zwei Leben. Man hat mir den Kodo-Scheiß weggemacht. So, Freundchen, da geht's mir auf den Sack. Atios. So. Kampfschrei verursacht 4 Schaden. Beautiful. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf. Ich oh, nee. Warum kriegt ihr den? Das ist doch so unwitzig gerade. Eine neue Akquisition. Das äußerst unwitzig. Also so richtig unwitzig. Den machen wir mal weg. Wir beenden den Zug. Ich muss jetzt ein bisschen was Aufgestautes rauslassen. An dem hier. Oh. So viel Kartenpech kann man doch nicht haben. Ja, natürlich hat er den hässlichen Eber. Natürlich. Boah, ist das ätzend. Das glaubt ihr nicht, wie sehr ich gerade sauer bin. Halleluja. Ja, natürlich ist es duplizieren. Natürlich ist es hässliches Duplizieren. Weil der ja nicht genug Kartenlack bisher hatte. Ich tendiere zur Bärenfalle. Weil die kann ich dann raushauen. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf. Ich lasse euch ans Handeln. Ihr gebt auf. Gleich zwei davon. Ich lasse euch am Leben. Wegen dem hässlichen Dreck duplizieren. Oh jawohl, fängt mit jedem anderen Spieler der Schaden erleidet. Dina. Toll. Er wird nur leider nicht lange auf dem Feld bleiben. So wie ich das sehe. Jetzt kommt nämlich der da. Dann kriegt er zwei Zauber auf die Hand und. Bester Sitzplatz aller Zeiten! Nervig.
einer davon wenigstens weg, wenn er angreift. Ist doch nicht schön. Ist das nicht schön? Eine zweite Chance. Es ist nicht schön, Mann. Ja, natürlich. So unwitzig. Es ist unglaublichst unwitzig. Ernsthaft. So. Das sind 5 Schaden gewesen. Das hat sie ja noch nicht gebraucht. Kann ich ihn hier noch raus? Kann ich ihn einmal direkt an. Wenigstens wird unser 5-9er ein bisschen auf dem Feld bleiben, hoffe ich mal. Das ist der Feuer. Ich mag Raubzüge! Ernsthaft? Boah, der Modus ist nervig. Ja, die Überladung! So. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Eine neue Akquisition. Wie viele Karten lag denn noch? Ernsthaft, das ist ein neu. Der Modus ist zum Kotzen. Also das ist. Bisher fand ich alle Karten Chaos Modi richtig nice. Aber der Modus ist einfach nur zum Kotzen, weil du brauchst so viel Luck mit dem Dreckshunter und das kriegst du nicht. Wenn ich Hunter spiele, ich hab kein Glück. Ich hab kein Kartenglück, gar nicht. Ja, natürlich, es ist vorbei. Ja, toll. Genau auf den Punkt. Wahnsinn. Aha, ein Wichser, der ist auch noch so... Wie kann ich das so weit wie möglich ins Minus treiben? Das sind die schlimmsten in Hearthstone. Gewöhnt euch das gefälligst ab. Es ist schlimm genug, sowas wie Dr. Boom oder so ein Kram zu spielen. Und dann ist noch ein... So weit wie möglich runter zu ins Minus zu treiben, das ist einfach nur. Sollte sich abgewöhnt werden, ganz im Ernst. Alleria gegen ich bin schon wieder der Dreck. Ich habe nichts gegen Alleria, ich habe auch nichts gegen Hunter, weil mein Deck einfach mega nice ist, was ich habe. Aber es ist absolut nervig. Das ist. Bringt's im Late Game erst, da bringt's früher noch gar nicht. Fährtenlesen ist auch absoluter Schwachsinn, meiner Meinung nach. Das brauchst du gar nicht. Ich verstehe so nicht, warum man Pferd lesen und signieren sollte. Ich meine, klar, du kannst jetzt 3 Karten vom Deckel gucken. Wenn du 3 tolle Karten in diesem Deck hast, die da gerade angezeigt werden, dann musst du 2 davon abschmeißen. Ist doch... Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Natürlich hat er den. So voll auf der Hand. War klar. Tschüss. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Ich dachte zunächst, ne. Ich sag dazu nix. Das wäre mega nice, wenn das klappen würde. Hau ich die Münze raus und ihn. Keine Sorge, Darlings. Die Kavallerie ist da. Er kriegt Gold und Sturm Gottes Schild. Der zählt ja da drauf, ne? Oh. Nee, ich hab nichts für. Ja, müssen wir den machen.
Wow. Guck, ich sag, bring's erst im Late Game was. Wenn du dann richtig viel Zauber in einer Runde raushauen kannst, aber. Early ist die ziemlich nutzlos. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Ja, das ist der Knappe wieder. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Ah, das ist der Spotter. Der hat einfach das viel geilere Deck. Ich krieg nur Aleria. Ich hab. So, nehmen wir entweder den mit Gottesschild weg. Oder den, der stärker wird. Der mir schon ständig auf den Nerv geht. Ich bin vom Fluch befreit. Meine Heldenfähigkeit kostet nur 1. Ja, toll. Warum hat der das Jägerdeck das nicht drin? Das ist. Ja, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Ich habe kein Wildtier. Sonst wäre der mega nice. So, ein paar Mal auf. Machen wir den. Den. Enden den Zug. Das ist so unwitzig gerade. Wäre nett, wenn er den auf dem Feld lassen würde. Nein, natürlich nicht. Das geht hier erst in Kombi mit Stufe 9. Mana Stufe 9. Alter, zwei von der Sorte. Bitte. Das ist witzlos. Ehrlich, das ist. Wow. Das war's. So unglaublich. Unglaublich. Viel Kartenglück. Ist ja so toll. Also diese Aufnahme steht unter keinem guten Stern. Das ist. Ein guter Kodo springt nie. Oh, jetzt hat er den. Ja, natürlich hat er den Kodo. Und da bam, hier, zack. Der erste Kodo. Also dieses Inspirationsdeck ist einfach nur um so viel besser. Ja, der muss jetzt raus. Das geht nicht anders. Bin ich tot, ey. Ja, fair. Nein. Nur Scheißkarten, ehrlich. Das war's. Oh. Ich will jetzt auch mal mit Dief spielen. Endlich eine zweite Chance. Endlich eine zweite Chance. Kriegt zu viel, der Kerl geht mir auf den Nerv. Nein. So, leck mich. Ich will jetzt auch mit Dief spielen. Drecksack. So. Wenn ich jetzt nämlich mit Dief kriege, gebe ich instant auf. Dann kriegt ihr halt. Also das Kartenchaos geht mir tierisch auf den Nerv. Neue Karten ausprobieren, schön und gut, aber wenn man nur eine Seite mal sieht, ist das total scheiße und langweilig. Und vor allem, wenn die dann nicht funktioniert. Weißt du? Dieses ständige, hey, wir spielen mal mit Karten, und wenn du höher hast, dann. Aleria! Nein! Medi!
Leck mich, nein! Meisterhaft. Ich ergebe mich. Ist nicht! Kriegst du geschenkt den Sieg. Ragnaros war geil gegen die Farian. Da hattest du als beide eine richtig geile Chance. Zumindest als Ragnaros, wenn du ins Late Game geschafft hast. Das mit dem von Anfang an 10er. Das war mega nice. Mit jedem Zauber kommt ein random Diener. Das war auch mega witzig. Aber das hier, das ist nur noch lächerlich, wenn ich ständig den krieg. Na also. Danke. Wir dürfen uns mal die anderen Karten angucken. So, der ist ganz nice, aber 8,5, obwohl, ja, den 8er hau mal weg, den 5er behalten wir, weil wir die Münze haben. Unglaublich schön. Der gefallene Held. Und der Garnisonskommandant. Naja. Vielleicht haben wir direkt den Garnisonskommandanten raus. Ja, wir hauen den Garnisonskommandanten raus, weil dann kann er uns nichts anhaben. In der zweiten Runde können wir ihn hier spielen, in der dritten Runde dich. Können wir irgendwas wegmachen mit. Aha, noch ein Pferd lesen. Und in der vierten Runde können wir ihn hier raushauen und direkt auf 3-3 hauen. War es ja ganz praktisch wäre. Ah, das ist nicht der Kodo-Dingens. Ja. Sehr schön. Bei dem funktioniert das jetzt, ich schwör's euch. Hm? Bei dem klappt es. Das war mir so klar. Das Spiel hasst mich. Das ist alles. Das ist der Kampfschuss, den ich befürchtet hatte. Schade. Da dachte ich, den hätte er nicht auf der Hand. Gut, hauen wir ihn raus. Machen einen direkten Angriff. Versucht ihn jetzt kaputt zu rushen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh, die Hunde. Okay, es funktioniert nicht. Und das Mal des Jägers. Mhm. Sehr schön. Ein Fehler. Eld Windzorn, ja. Der ist ganz praktisch. Und Runde 5 holen wir bitte den Nexus. Gut. Glücklicherweise. Na, das Vieh. Ja, ja, ist schön. Machen wir anders. Ich will den nämlich wegbringen. Noch einen Schaden-Effekt. So. Als nächstes holen wir uns den Kodo-Reiter oder den Nexus-Champion oder ihn hier 6-6. Ja. Jetzt eigentlich ganz schöne Auswahl. Oh, der 5-2, ja. Der wird hässlich, der muss weg. Ja, der ist schön. Packen ihn hier raus. In der nächsten Runde unseren. Das wird funktionieren. Alter, hat sowieso Anschluss. Ja, natürlich. Meine Fresse. Und ein 4-4er. Ja, genau. Ist klar. Ja, okay, wenn er mir jetzt alles direkt in die Fresse haut, ist ganz nett. Beautiful.
Beautiful. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf. Ich lasse euch handeln. Eine neue Akquisition. Das war's. Und ein Geheimnis der Irreführung. Ja, okay. Das Problem ist halt, unser 6-2er ist diesen Zug auf jeden Fall weg. Ich weiß, was das für ein Geheimnis ist. Das ist auf jeden Fall scharf schießen. Und jetzt. Ha, es funktioniert nicht. Aber er hat trotzdem Ansturm, weil er ja das Tundra-Nashorn draußen hat. Oh, das wird. Gut. Nett. Trotzdem schön, dass ich meine Inspirationskarten haben durfte. So. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, so oft ihr wollt. Ja, das Hunter-Deck funktioniert auch super. Das hat mir der Get-Tron-Get gestern schon gesagt. Es funktioniert wirklich super. Wenn man die Karten zieht, die man braucht. Wenn man die höhere Karte im Deck hat. Und alles. So wie es bei mir läuft, ist aber nett. Denn der kann das Deck. Ist es für den Arsch. Alleria! Kaum sage ich, dass ich dieses Deck so abgrundtief hasse und wir kriegen es wieder. Jetzt will ich aber bitte. Ich setze die komplette Starthand. Ich will jetzt bitte was ich im Early Game was reißen kann. Und ich will, dass meine. Ich fühle mich so verarscht von dem Spiel. Ja, aber auf Härten lesen, da ist dieses. Ich sage voraus, das Härten lesen wird eine 2er-Karte, eine 5er-Karte und eine 8er-Karte. Ja, weil schön hoch und die fehlen dann im Deck für dieses nette. Für die netten Karteneffekte. Das sage ich jetzt schon voraus. Könnte der vielleicht mal Hände machen? Sehr schön. Wir nehmen den. Scheint total überfordert zu sein. Endlich eine zweite Chance. Ich hab den gefallen, Held. Weil der so toll ist. Oh Mann, oh. Das ist nicht fair. Das ist echt überhaupt nicht fair. Ja, muss ja, ne? Das war's. Dazu jetzt kein Kommentar. Die bekommen den 4-4er Spotter, alle anderen, wenn sie das Deck spielen. Ich krieg nur den komischen Kerl. Der ist vor allem so alleine auf dem Feld, total nützlich. Ja, ganz nützlich ist der da alleine. Der ist schon unglaublich nervig. So, jetzt. Bitte. Funktioniere. Ja, klar, weil ich das Deck spiele. Können wir den auch wegmachen? War doch irgendwie logisch. Ich spiele das Deck. Ja, natürlich. Funktioniert da nichts mehr.
Interessant. Endlich eine zweite Chance. Tschüss. Plöpp. Ist nicht. Kannst den hier vielleicht wegmachen, aber ist nicht. Punkt. Ist ein Bild hier, ne? Beautiful. Jetzt können wir endlich den hier raushauen und der kriegt endlich einen Effekt. So. Wow. Eine Schleiereule. Eisenschnabeleule. Wow. Toll. Die bringt ja auch eigentlich nur was, wenn man sie auf der Hand hat und den Effekt auslösen kann. Also das ist ja total hässlich. Bleibt nicht lange auf dem Feld, weil die so schlechte Stats hat. Die ist nur, um am Anfang Gegner zu zählen. Und ansonsten ist die... Bäh. Den Skelettritter hätte ich gerne noch draußen. Oder ihn hier. Ja, probieren wir ihn zum Spotter zu machen. Das wäre ganz praktisch. Mit Gottes Schild und Spott. Interessant. Ja, mach was, auf geht's. Grüßen ihn mal und sagen, Tag. Hallo, bist du noch da? Ich bin vom Fluch befreit. Fähigkeit kostet ja eigentlich weniger. Jetzt macht er den da weg. Ich wusste es. Tja. Bitte werde Spotter. Mit Gottes Schild. Das ist bei Reißzahn und unglaublich witzlos. So unglaublich witzlos. Habe ich glaube schon mal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das Ganze hier jetzt holen, eine Runde wenigstens. Interessant. Aggression an dem Kerl hier rauslassen. Hilfigkeit 2 im Prozug benutzen. Natürlich! Ich kriege das in der Runde, wo er es braucht, um zwei meiner Monster wegzumachen. Schön. So gerecht. Der. Du kriegst Schaden, mein Freund. Dir gebe ich jetzt Schaden und zwar so richtig schön auf die Fresse. Dahin. Dahin. 5 nochmal in die Fresse. So. Wie schmeckt dir das? Als nächstes probieren wir nochmal den hier. Und hoffen, den zum Spotter machen zu können mit Gottes Schild. Interessant. Interessant. Ja, mach mal. Bist du noch da? Ja, hallo, grüßen. Guten Tag. Das wartet auf niemanden. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Oh Mann. Ich hab nichts, um den kaputt zu machen in meinem Zug. Bitte. Halleluja! Spott und Gottesschild für mich. Beautiful. Beautiful. Neu mit 4 Schaden. Den können wir nächste Runde direkt raushauen. Das wäre super schön. Das wäre unglaublich super schön. Mir fällt gerade auf, er kann den Gottesschild einfach umgehen mit seiner Heldenfähigkeit. Dann hat er 3, 2.
Und 8, 8er. Wie viel hat er denn gerufen? Für 3. Wenn er den nochmal macht, kostet so ein Vieh 2. Sehr nett. Kommt auf jeden Fall in meinen Deck, wenn ich ihn sehe. Vielleicht. Das wäre schon eine interessante Kombi, die ich ausprobieren will, unbedingt. Ja, und jetzt? Adios. Werden für 3 gerufen, dann nochmal eingesetzt. 4 für 4 hätte ich bekommen. Wir beenden das jetzt. Macht euch auf eine Niederlage gefasst! So, und das? Das ist das, was ich gemeint habe. Ich versuche nicht so weit wie möglich die Bühne zu gehen. Ich versuche, wenn möglich, nach Punkt zu beenden. Ich hab das nicht nötig. Wir haben immer noch einen Sieg geholt. Vielen Dank dafür. Oh, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, die dann wieder am Dienstag kommen wird, weil, ganz ehrlich, Kartenchaos. Nein. Ich bin durch. Ich spiele das nur privat. Das ist zumindest bei diesem Kartenchaos. Ihr dürft euch freuen, wenn die neuen Karten rausbekommen. Gibt es ein Pack-Opening. Das sind die 50 Packungen, die ihr unten sehen könnt. Am 24. dürften die kommen. Wenn ich mich jetzt nicht sehr irre. Dann ist Pack-Opening mit den neuen Karten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.